Am 26. September 2022 fand ein Anschlag auf die beiden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 statt. Und seitdem fragt man sich natürlich, wer war es? Wer hatte ein Interesse daran, dies zu tun? Und wer konnte es bisher vor der Öffentlichkeit so gut verbergen? Nun sind neue Recherchen des Investigativjournalisten und Pulitzer-Preisträgers Seymour Hersh aufgetaucht, der die USA beschuldigt, verantwortlich für diesen Anschlag gewesen zu sein. Aber erstmal langsam. Schauen wir uns einmal die Chronologie dessen an, was vor den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines passierte, und sammeln wir die bisher vorliegenden Indizien. Nur so viel, die Bundesregierung scheint an einer Aufklärung nicht interessiert zu sein. ...1998 wurde die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder an die Macht gewählt. Und diese beschloss, eine Energiewende durchzuführen. Sie wollte also die Energieversorgung Deutschlands auf 100% erneuerbare Energien umstellen. Doch als Übergangstechnologie auf dem Weg in diese klimafreundliche Zukunft brauchte es Erdgas. Oder um genauer zu sein, Pipeline-Erdgas. Dieses ist billiger und umweltfreundlicher als LNG, also Flüssigerdgas, welches mit dem Schiff transportiert wird. Jedenfalls dann, wenn man der Grafik des Klimaforschers Volker Quaschnik Glauben schenken darf. Um dieses Erdgas in ausreichender Menge und zu niedrigen Preisen importieren zu können, wurden die zwei Nord Stream Pipeline Projekte gestartet. Nord Stream 1 wurde von 2005 bis 2012 gebaut und Nord Stream 2 von 2018 bis 2021. Doch vor allem in Nord Stream 2 gab es immer wieder Kritik. Zum einen von anderen europäischen Ländern oder von Umweltverbänden, die dieses Projekt für nicht notwendig hielten, und andererseits von den Vereinigten Staaten von Amerika, die im August 2017 ein Gesetz verabschiedeten, welches Sanktionen gegen den russischen Energiesektor beinhaltete. Und dieses Gesetz richtete sich auch explizit gegen Nord Stream 2. Ziel war es, russische Gasimporte durch amerikanische Flüssiggasimporte in die EU zu ersetzen. Im Januar 2019 schrieb der US-Botschafter Richard Grenell einen Brief an an Nord Stream 2 beteiligte Unternehmen. Wir betonen weiterhin, dass Unternehmen, die sich im russischen Energieexportsektor engagieren, sich an etwas beteiligen, das mit einem erheblichen Sanktionsrisiko verbunden ist. So Richard Grenell im Januar 2019. Nun ließ man den Worten in Washington alsbald Taten folgen. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am 20. Dezember 2019 ein Gesetz, welches Unternehmen, die an der Fertigstellung von Nord Stream 2 in unter 100 Fuß Wassertiefe beteiligt waren, mit Sanktionen drohte. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass diese Sanktionspakete sogenannte Exterritorialsanktionen beinhalten, die völkerrechtswidrig sind. Nun ja, aber das Völkerrecht ist bei solch internationalen Angelegenheiten ja eher von sekundärer Bedeutung, also verhängten die USA im November 2021 nach Fertigstellung von Nord Stream 2, wohl um die Inbetriebnahme zu verhindern, Sanktionen gegen das russische Unternehmen TransAdria. Am 16. November 2021 setzte die Bundesnetzagentur schließlich das Verfahren zur Zertifizierung der Nord Stream 2 AG als Transportnetzbetreiber aus. Das legte die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 de facto weiter auf Eis. Parallel dazu blieb Russland, das ein starkes wirtschaftliches wie geostrategisches Interesse an der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2 hatte, natürlich nicht untätig. Es reduzierte 2021 die Gaszufuhr nach Mitteleuropa stark. Und das trieb wiederum die Gaspreise in die Höhe. Wir sehen seit Herbst 2021 ein stark erhöhtes Niveau bei den Gaspreisen. Anfang 2022 spitzte sich die Lage um die Ukraine immer weiter zu. Man befürchtete einen Krieg. Und Joe Biden sagte am 7. Februar, also über zwei Wochen vor Kriegsbeginn, schon Folgendes. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Am 22. Februar, zwei Tage vor Kriegsbeginn, als Russland die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannte, setzte Deutschland schließlich das Nord Stream 2 Projekt aus.
Die russische Reaktion erfolgte nach einigen Monaten. Ab Juni 2022 reduzierte Russland den Gasfluss durch Nord Stream 1 sukzessive, mit dem Angebot verbunden, durch Nord Stream 2 mehr Gas zu liefern. Ende August kam es dann schließlich, offiziell wegen Wartungsarbeiten, zu einem kompletten Lieferstopp. Am 26. September passierte es dann schließlich. In einem Strang von Nord Stream 2 sowie in zwei Strängen von Nord Stream 1 registrierte man einen starken, unerwarteten Druckverlust. Grund dafür waren Explosionen, die auch seismografisch aufgezeichnet wurden. Die Ermittler waren sich also relativ sicher, dass es sich hier um Anschläge handelte. Schweden nahm Ermittlungen wegen schwerer Sabotage, Russland wegen internationalem Terrorismus auf. Und auch die deutschen und die dänischen Polizeibehörden ermittelten daraufhin. Die Reaktion aus den USA, speziell von Victoria Nuland auf diese Anschläge auf die Nord Stream Pipelines, sah hingegen etwas anders aus als die Reaktionen aus Europa. Die Unterstaatssekretärin für diplomatische Angelegenheiten wurde im US-Kongress, nämlich von Ted Cruz, befragt. Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. The administration is very gratified. Die Administration ist sehr dankbar. Ja, das klingt tatsächlich etwas anders als die europäischen Reaktionen. Und der polnische EU-Parlamentarier Radek Sikorski postete ein Bild der aufsteigenden Luftblasen der gesprengten Nord Stream Pipeline und schrieb dazu: Thank you, USA. Das sind jetzt natürlich alles nur Indizien und keine Beweise, deswegen will ich hier jetzt natürlich auch kein voreingenommenes Urteil fällen. Ich will in diesem Video sowieso kein Urteil fällen, sondern nur die aktuelle Faktenlage zusammentragen. Denn, wie gesagt, auch die deutschen Behörden ermittelten in diesem Fall. Und nun gab es einige Abgeordnete von AfD und Linkspartei, die wissen wollten, wie weit diese Ermittlungen denn seien und wen man denn jetzt als Täter benennen könne, beziehungsweise ob man Hinweise habe, wer der Täter sein könne. Und die Antworten der Bundesregierung sahen alle wie folgt aus. Man berief sich auf ein wie auch immer zu verstehendes Staatswohl, um den Abgeordneten nicht mitteilen zu müssen, was man genau weiß. Eine der Antragstellerinnen berichtete in einem Interview mit Marc Friedrich dazu Folgendes. Das ist natürlich auch Nord Stream, war ja auch ein Anschlag auf russische Infrastruktur. Bis heute wissen wir nicht, wer wirklich dahinter steckt. Die Bundesregierung hüllt sich in Schweigen. Du bist ja auch dagegen vorgegangen, hast auch deutlich gemacht, was du davon hältst. Gibt es da Neuigkeiten, gibt es da einen neuen Wissensstand, wer jetzt wirklich dafür verantwortlich ist, wer dahinter steckt hinter dem Anschlag? Sie wollen es nicht wissen. Also das heißt, oder sie wissen was und sagen es nicht. Also ich habe ja jetzt mehrfach versucht, mit kleinen Anfragen die Bundesregierung irgendwie dazu zu bringen, zumindest ihren Informationsstand öffentlich zu machen, weil ich finde, das ist ja nur eine Frage, die das Parlament angeht. Und sie weigern sich noch nicht mal in der Geheimschutzstelle. Also es gibt ja so eine Stelle, wo man Abgeordneten Informationen zur Verfügung stellt, die sie nicht öffentlich verwenden dürfen. Das ist auch schon schlecht, aber noch nicht mal dort gibt man sozusagen preis, was man weiß, sondern mir wird immer wieder nur gesagt, auch anderen Abgeordneten, die gefragt werden, aus Gründen des Staatswohls dürfe man da nichts sagen. Oder die Unwilligkeit, die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines aufzuklären, zeigt auch folgendes Statement des SPD-Bundestagsabgeordneten Timon Gremmels. Es ist völlig gleichgültig, ob Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nun Lecks haben, wie diese Lecks entstanden sind oder ob das Anschläge waren, wer hinter den Anschlägen steckt, weil aus der einen Pipeline noch nie Gas gekommen ist und es aus der anderen seit Wochen kein Gas mehr gegeben hat. Das ist völlig irrelevant. Wir brauchen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nicht. Es hat ja also einen Anschlag auf europäische Interessen gegeben. 2 Milliarden teure Pipelines wurden in die Luft gejagt. Beziehungsweise bei Nord Stream 2 nur die Hälfte, ein Strang funktioniert ja noch. Und ein SPD-Bundesabgeordneter will uns jetzt erklären, dass wir diese Pipelines ja nicht bräuchten. Nun ja, schauen wir uns mal die Gaspreise an. Diese sind, wie schon gesagt, im Herbst 2021 explodiert, hielten sich dann auf einem sehr hohen Niveau, explodierten. Im Sommer 2022, als Russland den Gasfluss durch Nord Stream 1 stoppte, noch einmal und haben sich seitdem
durch einen höheren Import von LNG und durch die milde Witterung diesen Winter wieder erholt. Aber sie sind immer noch stark erhöht. Das bedeutet, wenn wir die niedrigen Gaspreise von Anfang 2021 wieder haben wollten, dann bräuchten wir ja offensichtlich die Nord Stream Pipelines. Kurz nach dem Nord Stream-Anschlag tauchten auch Vorwürfe des bekannten US-Ökonomen Jeffrey Sachs auf, der Folgendes sagte. Why do you feel that that was a US action? What evidence do you have of that? Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. Helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk, were circling over this area. We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another, we are going to end Nord Stream. We also have a remarkable statement by Secretary Blinken last Friday in a press conference. He says, this is also a tremendous opportunity. It's a strange way to talk if you're worried about the piracy on international infrastructure of vital significance. So I know this runs counter to our narrative. You're not allowed to say these things in the West. But the fact of the matter is, all over the world, when I talk to people, they think the U.S. did it. Kommen wir nun zu den Recherchen des Pulitzer-Preisträgers Selma Hirsch. Er beruft sich bei seinen Vorwürfen gegen die Biden-Administration für die Sprengung der Nord Stream Pipelines verantwortlich zu sein auf eine Quelle mit direkter Kenntnis des Prozesses. Und hier liegt das eigentliche Problem dieses Artikels. Hirsch legt zwar minutiös dar, was passiert sein soll, aber er nennt nur eine anonyme Quelle. Das heißt, wir können nicht bewerten, ob das, was er uns hier berichtet, stimmt oder eben nicht. Laut Hirsch begann die Vorbereitung, wie man Nord Stream 1 und 2 am besten zerstören könne, schon im Jahre 2021 und dauerten 9 Monate. Im Juni 2022 war es dann schließlich soweit. Und das ist, finde ich, schon ein wichtiger Punkt. Die Planungen begannen laut Hirsch vor Beginn des Ukraine-Krieges. Das heißt, es war, wie man aus Bidens Ankündigung auch entnehmen kann, von Anfang an klar, dass diese beiden Pipelines verhindert werden müssen. Laut seiner Quelle brachten US-Taucher im Juni 2022 Sprengsätze an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 an. Und diese Pipelines wurden dann 3 Monate später erst durch eine von einem norwegischen Flugzeug abgeworfene Signalboje gesprengt. Hirschs kompletter Artikel ist in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt ihn euch ja durchlesen und dann selbst entscheiden, was ihr von seinen Recherchen haltet. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe auf jeden Fall brüsk zurück. Adrienne Watson, eine Sprecherin des Weißen Hauses, schrieb in einer E-Mail, das ist eine falsche und vollständige Fiktion. Tammy Torp, eine Sprecherin der Central Intelligence Agency, also der CIA, schrieb in ähnlicher Weise, diese Behauptung ist vollkommen falsch. Die US-Regierung ist also anderer Meinung, aber hier könnte ja die Bundesregierung für Aufklärung sorgen. Wenn eine solch große Militäroperation tatsächlich stattgefunden haben sollte und die Bundesregierung davon Kenntnis hätte, dann müsste sie die Öffentlichkeit darüber ja eigentlich informieren. Und dass die Bundesregierung uns nicht alles erzählt, was sie weiß, das zeigen die kleinen Anfragen von AfD und Linksfraktionen, die nicht vernünftig beantwortet werden, sondern wo immer so getan wird, als müsse man ein Staatswohl schützen oder schlicht und ergreifend den wahren Täter. Wenn die Bundesregierung uns einfach erzählen würde, was sie wüsste, dann bräuchten wir diese ganzen Vorwürfe nicht, dann gäbe es das Rätselraten nicht, sondern wir könnten vernünftig darüber debattieren, wie wir auf die Erkenntnisse über die Sprengung der Nord Stream Pipelines reagieren sollten. Wir könnten eine ehrliche und offene Debatte führen. So bleibt es uns nur, irgendwelchen Investigativjournalisten zu lauschen. Ich kann und will hier auch auf diesem kleinen YouTube-Kanal nicht die Aufgabe übernehmen, dieses Indizienpuzzle zusammensetzen zu wollen. Und kann mich hier nur den Worten von Sarah Wagenknecht anschließen. Oder kann man sich nun an zwei Händen abzählen, wer könnte der Täter sein, dass man aus Gründen des Staatswohls darüber nicht reden darf? Also ich will da jetzt nicht spekulieren. Ich glaube, jeder, der das jetzt sieht, hat da schon so seine Theorie. Ich meine, man muss ja auch einfach die Frage stellen, wem nützt es? Also wer hat da Interesse? Ja. Wer wollte Nord Stream immer schon verhindern? Das waren ja nun ganz sicher nicht die Russen. Also klar, aber man sagt nichts, und vielleicht will man es auch wirklich nicht so genau wissen.